Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr jetzt zum Beispiel bei eurem Streaming-Kanal den Stream auf YouTube übertragen könnt. Dazu ladet ihr euch einfach das Programm OBS runter, das sieht dann so aus. Ihr habt hier dieses Bild, was übertragen wird, das ist momentan schwarz, das wird ganz normal so eingestellt, wenn ihr das runterladet. Und ja, das müsst ihr euch runterladen, ich zeige euch das mal kurz. Ihr gebt hier ganz normal erstmal in der Suche ein OBS. Ich werde den Link auch nochmal unten in die Beschreibung packen. Dann drückt ihr hier drauf, drückt einfach auf Windows 10. Dann lädt das kurz und dann könnt ihr hier speichern, unterdrücken. Und könnt es dann hier auf die Festplatte, wo ihr wollt, drauf speichern. Ich habe das Ganze jetzt schon drauf, ihr müsst das Ganze halt dann noch runterladen, wenn ihr das noch nicht habt. Dann seid ihr auf jeden Fall, wenn ihr das Programm hier habt, das sieht dann so aus. Ihr habt hier dieses Fenster. Dann geht ihr bei euch, auf, wenn ihr den Kanal habt, auf YouTube Studio. Dann öffnet sich das hier so. Dann drückt ihr hier auf Creator Studio Classic. Dann fragt euch nochmal, ob ihr wirklich in das andere Studio wollt. Ja, drückt ihr einfach überspringen. Das Ganze wird dann erstmal geladen. Dann drückt ihr hier auf Livestreaming, weil ihr wollt ja Livestream, logischerweise. Dann seht ihr hier schon mal den Stream, den ich jetzt schon vorbereitet habe. Hier könnt ihr Thumbnails für den Livestream hochladen. Hier könnt ihr den ganzen Livestream planen. Der wird zum Beispiel heute jetzt hochgeladen. Und hier seht ihr den Chat. So, was ganz wichtig ist, OBS braucht ihr eure Daten vom Kanal, weil sonst könnt ihr das Ganze ja nicht übertragen. Darauf drückt ihr dann einfach hier auf Datei, Einstellungen und dann hier auf Stream. Hier müsst ihr dann auswählen YouTube Gaming, weil wenn ihr streamt, würde ich immer YouTube Gaming, YouTube Normal empfehlen. Also hier, auch wenn ihr auf Twitch live streamt, könnt ihr es ja auf jeden Fall hier auswählen. Hier auf jeden Fall YouTube Gaming auswählen und YouTube. Dann drückt ihr hier einfach auf hier Primary, YouTube und so weiter und so fort. Server, das ist einfach der bessere. Es gibt nämlich zwei, die sind unterschiedlich weit entfernt. Dann habt ihr hier, was ihr wartet. Ich muss das erst kurz wieder schließen. Hier seht ihr doch diesen Namensschlüssel für den Stream. Diesen müsst ihr markieren. Und drückt dann einfach auf Kopieren. Ich kann das momentan nicht machen. Das liegt einfach daran, weil man hier auf Anzeigen gehen muss. Und dann Rechtsklick und dann müsste man ihn kopieren können. Weil wenn ich jetzt auf Anzeigen gehe, dann seht ihr ja den Schlüssel. Das wäre ein bisschen unlogisch, weil da könnte ja jeder jetzt Livestream mit auf meinem Kanal. Deswegen müsst ihr den nehmen, kopiert den einmal und geht dann hier so auf Stream und fügt ihn hier ein. Wenn ihr den hier eingefügt habt, könnt ihr eigentlich immer dann Livestream. Dann müsst ihr dann hier einfach auf Stream starten drücken und dann läuft hier der Stream los und alle eure Abonnenten bekommen dann eine Benachrichtigung, wenn ihr das Livestream anfangt. So, das nur als Anfang. Hier könnt ihr dann noch auswählen bei Einstellungen. Hier das allgemeine Deutsch. Dann welchen Hintergrund ihr haben wollt. Das ist aber eigentlich Dark ist eigentlich immer das Perfekte, dann erkennt man auch alles. Kann man die Farben ändern. So, ich glaube, das hier ist noch eine andere Farbe. Ja, hier haben wir einfach die Farbe. Dann gibt's das da hier noch. Dann gibt's das Weiße und dann gibt's hier einfach das. Hier ist so das, was von Standard drin ist. Finde ich selber am besten. Und ja, hier könnt ihr dann einfach auf Ausgabe gehen. Das ist sehr wichtig, da drückt ihr dann einfach, das ist auf einfach gestellt, drückt ihr einfach auf erweitert, also es wird bei euch auf einfach stehen, drückt ihr hier einfach auf erweitert, dann kommt ihr hierher. Dann ist wichtig auszuwählen hier bei Codierer, das ist das, also das Ding, würde ich es mal so nennen, euren Livestream verarbeitet. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel die Grafikkarte, das tut auf jeden Fall den Livestream übertragen auf YouTube und tja, hier sieht man noch, mein Livestream wird in Full HD übertragen. Das kann ich hier mal anklicken. So, und ja, ich tue mit einer Bitrate von 5000 Kbit senden. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig für Leute, die, also wenn ihr müsst auf jeden Fall gutes Internet haben,
weil wenn ihr jetzt schlechteres Internet habt, ist nicht so gerade praktisch für einen Livestream. Und ja, ich habe hier eine Leitung, ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich mache euch dann auch nochmal diesen Speedtest in die Beschreibung unten rein. Dann könnt ihr mal sehen, was ihr alle für eine Leitung habt. Kann man auf jeden Fall mit dem Programm messen. Was im Fall wichtig ist, ist der Upload. Hier, wir haben einen Ping von 11, das passt. Download haben wir auch sehr gut. Wir haben ja eine 50er Leitung, also so, wenn es so 48 ist, ist eigentlich immer gut. Upload müsste so um 8,5 sein oder so, müsste ungefähr hinkommen. Ich bin mal gespannt, was rauskommt, weil bei uns kommt es hier immer drauf an, wie viele Leute im Internet drin sind. Deswegen. Jetzt haben wir momentan 8,1, wie schon gesagt. Es sind jetzt momentan am Samstag sehr viele Leute im Internet, deswegen schwächt das ein bisschen nach unten. Ist bei uns so, bei euch müsst ihr auf jeden Fall schauen, was ihr habt. Wenn ihr das so habt, wie ich es jetzt momentan hier habe, reicht es auf jeden Fall aus fürs Livestream, weil diese 8,15, das sind auf MB ausgerechnet und umgerechnet wären, jetzt wenn ihr hier diesen Livestream habt, diese 5000 Kbits wären umgerechnet 5 MB. Ihr müsst genau schauen, hier ist ja dieser Upload, der Download ist eigentlich unwichtig, nur wichtig ist der Upload. Wenn ihr da auf jeden Fall 5 habt, dann würde ich euch nicht empfehlen, mit 5 zu streamen, liegt einfach da dran, weil wenn ihr nämlich jetzt zum Beispiel 5 streamt und ihr habt jetzt ein Internetspiel und ihr habt nur 5 im Upload, dann habt ihr ein Problem mit dem Internetspiel oder mit dem Livestream, dass der dann laggt und so Zeug. Deswegen müsst ihr da halt schauen, wie viel ihr habt, müsst es dann entsprechend einstellen. Und ja, umso mehr Bitrate man einstellt, umso schärfer wird der Livestream. Also wenn ihr zum Beispiel eingestellt habt, wie ich jetzt 5000, habt ihr eigentlich ein scharfes Bild. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel bewegt, dann wird es nicht kriselig, dann ist alles scharf. Und wenn ihr zum Beispiel nur 2500 einstellt, was von Standard eingestellt ist, dann habt ihr so ein leicht kriseligeres Bild. Und alles, was unter 2500 ist, ist eigentlich sehr kriselig. Deswegen müsst ihr schauen auf jeden Fall, was euer Internet bietet. Und ja, ein K-Frame-Intervall von 2. Ich habe hier die Voreinstellung auf Leistung gestellt. Hier dein Profil habe ich auf Main. CPU auf 0 und ja, den Rest habe ich ja nicht einfach so übernommen. Das passt eigentlich, so wie es eigentlich auch Standard eingestellt ist. Und hier könnt ihr halt auswählen, Grafikkarte ist bei mir zum Beispiel Nvidia und Prozessor wäre X264. Das wäre der Prozessor, aber ich lasse das Ganze über Grafikkarte laufen, wie schon gesagt. Dann, wenn ihr das jetzt alles eingestellt habt, geht ihr einfach auf Audio. Da könnt ihr dann auswählen, mit was für einer Audioqualität ihr streamen wollt. Ich habe jetzt mit 48 Hertz, weil das bei mir halt einfach so passt. Hier habe ich dann als Desktop Audio habe ich meine Lautsprecher ausgewählt. Also alles das, was ich über meine Lautsprecher hört, das wird dann hier auch im Stream angezeigt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Ton hier abspielen lasst, dann sieht man hier diesen Balken hochgehen. Das ist dann das, was ich auch über meine Lautsprecher höre. Das kann man da auf jeden Fall mit einstellen. Um was ganz wichtig ist, wenn ihr euer Mikrofon habt, müsst ihr hier auf Mikrofon Audiogerät hinzufügen drücken. Drückt ihr hier einfach mal drauf und dann könnt ihr hier das eigentlich alles deaktiviert, so wie hier auch. Und dann drückt ihr einfach drauf und wählt euer Mikrofon aus. Bei mir ist es das hier und ja. Dann drückt ihr einfach auf Anwenden, auf OK und dann habt ihr das hier auch gespeichert. Was ganz wichtig ist, ist, wenn ihr hier auf Videos geht, dann habt ihr hier eure Basisleinwand. Das ist hier euer Monitor. Das bezeichnet man als Leinwand. Hier drückt ihr einfach mal drauf, könnt dann auswählen, also wie euer Bildschirm halt erstmal ist, müsst ihr erstmal auswählen. Dann könnt ihr hier bei Auflösung, das ist das, wie der Livestream dann am Ende verschickt wird an YouTube, bei mir auch in Voll HD. Und ja, hier Skalierungsfilter würde ich jedem empfehlen, wenn ihr auf 36 stellt
und FPS könnt ihr einstellen auf 30 oder 60. Ich würde 60 empfehlen. Ich habe es nur auf 30 eingestellt, weil mehr schafft meine Grafikkarte nicht. Und ja, ich spiele zum Beispiel ja auch nur Roblox, zum Beispiel in Livestreams oder so. Da braucht man keine 60 FPS, dann läuft das Ganze auch mit 30 im Livestream. Was auf jeden Fall sehr wichtig ist, wenn ihr hier eine Bildschirmauflösung von 1280x720 habt und dann den Livestream in Voll HD, also in 1920x1080 Pixeln laufen lasst, wird das Ganze nicht funktionieren. Dann gehen wir hier auf Hotkeys, da könnt ihr dann einstellen, was ihr auf jeden Fall auf so Tastbelegung machen wollt. Hier könnt ihr noch erweiterte Optionen einstellen. Ich habe das einfach so gelassen, wie es schon war, von Grund auf, weil ja, es hat bis jetzt dann so alles funktioniert. Ihr habt das jetzt auf jeden Fall als Allgemeinwissen jetzt schon mal bekommen. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man livestreamt. Und ja, ihr könnt hier, was noch ganz wichtig ist, wenn ihr hier unten auf Plus drückt, könnt ihr hier auf Bildschirmaufnahme drücken. Zack. Dann steht hier Bildschirmaufnahme, da drückt ihr auf OK, könnt ihr noch einen Namen eingeben, wie ihr das Ganze nennen wollt. Ich nenne es einfach Bildschirmaufnahme und dann könnt ihr hier auswählen, man sieht mich jetzt irgendwie zehnfach, dann könnt man hier auswählen, welchen Bildschirm man nehmen möchte. Man kann zum Beispiel meinen zweiten Bildschirm nehmen, wenn ich den auswähle, dann wird der Bildschirm drüben angewählt, das sieht man dann hier. Oder ich kann oben den Fernseher auswählen, dann wäre ich jetzt oben. Das sieht man, der hat wieder eine andere Auflösung, deswegen ist das Bild kleiner. Und ja, das meine ich eigentlich damit, wenn ihr eine kleinere Auflösung habt, dann, also eine schlechtere Auflösung, als ihr eigentlich livestreamt, dann sieht das bei euch dann so aus. Das wollt ihr nicht, deswegen einfach immer muss euer Bildschirm, also eure Leinwand, also größer sein oder gleich so groß, wie ihr auch den Stream einstellt. Und ja, dann drückt ihr einfach auf OK. Hier könnt ihr dann nochmal das Bild verschieben, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch so hinschieben oder so. Wenn ihr eure Position gefunden habt, drückt ihr hier einfach auf dieses Schloss und dann ist es fest fixiert und so können dann die Leute sehen, wenn ihr live streamt, das Bild, was ihr hier auf jeden Fall dann habt. Das war es auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst einfach nochmal einen Like da, vergesst auch nicht zu abonnieren. Und ja, schaut auf jeden Fall auch meinen Gaming-Kanal vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann hätte ich gesagt, haut rein, euer Action Wolf. Party Alarm!